Am 2. Oktober 2024 ereignet sich eine ringförmige Sonnenfinsternis. Das kosmische Ereignis findet weitgehend über dem offenen Meer vor menschenleerer Kulisse statt. Von einem Spektakel kann somit bei dieser Sonnenfinsternis nicht die Rede sein. Die beste Sicht auf das Ereignis haben die wenigen Menschen, die sich in Patagonien, im äußersten Süden Südamerikas oder auf den Osterinseln aufhalten. Die ringförmige Sonnenfinsternis beginnt um 16.45 Uhr und endet um 21.46 Uhr Universalzeit. In diesem Zeitfenster wandert die Finsternis von Hawaii bis zu den Falklandinseln. Dort, wo sie auftritt, ist der Feuerring jedoch nur für ein paar Minuten sichtbar. Das Maximum ereignet sich über dem Pazifischen Ozean nordwestlich der Osterinseln. Die Dauer der ringförmigen Phase beträgt dabei 7 Minuten und 25 Sekunden. Was passiert eigentlich bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis? Der Neumond zieht zwischen Erde und Sonne hindurch, wobei er die Sonnenscheibe fast vollständig bedeckt. Da im Oktober 2024 der Mond weiter als sonst von der Erde entfernt ist und die sichtbare Scheibe dadurch kleiner ausfällt, bleibt der Strahlenkranz der Sonne als erweiterter Rand der Mondscheibe sichtbar. Für die Beobachtung gilt: Benutze stets eine Sonnenfinsternis-Schutzbrille.